Schönen guten Abend und hallo, da bin ich wieder mit XCOM Declassified The Bureau. Ich laber nicht viel rum, sondern lege gleich mal los. Mache hier aber mal noch den Ton aus. So, automatisches Speichern, ja, das weiß ich. So, ich mache gleich mal weiter. Der aktuelle Stand ist wie folgt. Ich habe mit dem guten Kater Emo das Silver nicht retten können. Wir haben aber im Funkturm einen Share-Sprungpunkt-Dingsbums, was auch immer, bekommen. Oh, hier sind ein paar schön im Level aufgestiegen, das ist nett. Und können jetzt... Ja, was können wir damit jetzt machen? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? So richtig weiß ich es gar nicht. Was hat sie denn zu erzählen? Ich möchte mit Ihnen über Agent Weaver reden. Ja, Sir. Kann das kurz... Ach so. Das ist durch Rettungsdienst. Okay, gut. Den Dialog hatte ich eigentlich schon letztes Mal. Deshalb überspringe ich den Scheiß gleich mal. Mit Percy reden. Okay, wo ist denn Percy? Zeigt er mir nicht an, sondern er will mich hier... bei der Mission haben. Na gut, was haben wir denn hier? Nicht von dieser Welt. Medford, Oregon. Dann gucke ich doch gleich nochmal meine Agenten an. Das war... Genau, er der Scharfschütze. Der war eigentlich ganz gut. Dann der Pionier, der hat jetzt den Raketenturm. Der ist mittlerweile eigentlich auch ganz cool. Bei ihm weiß ich nicht, warum ich ihm nicht dieses Alien-Scharfschützengewehr geben kann. Das wundert mich so ein bisschen. Ich glaube, er hat auch schon, ja, den Streulaser. Das ist schon ganz richtig. Ich könnte dann eigentlich auch mal noch einen neuen ausprobieren. Spotten. Na gut, das ist jetzt auch nicht so die... Hammerfähigkeit, die er hier so hat. Habe ich denn noch hier so ein Herzchen-Typ? Was hat er denn? Gefechtsstimulantien? Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, ich bleibe bei meiner altbewährten Truppe, die jetzt schon drei Missionen bestimmt durchhält. Also. Naja, gut. Warum. Etwas verändern, das läuft. Never change a running system. Und genau. Agent Weaver hat einen Vorsprung, aber mit Barnes als Pilot sollten Sie Zeit gut machen. Ach, genau. Ihr Auftrag lautet, dafür zu sorgen, dass das Zielobjekt am Leben bleibt, bis die nötigen Informationen gesammelt wurden. Agent Weaver darf das Zielobjekt auf keinen Fall liquidieren. Los jetzt. Genau, Access war ein Alien, ein Outsider. Ja, wie es hier steht, der wohl den Aufenthaltsort des Alien-Anführers kennt. Na gut, dann gehen wir mal dorthin und die gute, schlechte, nicht so wirklich schöne ja, was heißt nicht so wirklich schöne, sondern die gute Weaver versucht das Ganze ein wenig ja, wie soll ich es nennen, zu untergraben. Sie hat wohl persönliche, mir ist das hier gar nicht geheuer, Gefühle oder wie auch immer man es nennen mag. Weiß, was Sie meinen. Fall, bleiben Sie wachsam. Ist wohl sehr wahrscheinlich, Weaver, dass sie Exis töten will. Vitis Brief, den lese ich jetzt nicht. Aber ich muss mal gucken, dass ich die gute finde hier. Ihrer Spur folgen, ja. Ist jetzt nicht so, als hätte ich Weaver, hier komm, wie ist Ihre Position? Spur. Agent Weaver, hören Sie mich? Sondern ich kann ja nur hier lang. Angela. Das ist mein Kampfkater. Bleiben Sie weg. Geht nicht. Ach, Befehl Angela. Von Falk. Ich pfeife auf die Befehle vom Alten. Der wir Alte. Brauchen Axis lebend. Wir kriegen die Daten nicht, die Weißkittel brauchen, wenn seine Verbindung zu Mosaic getrennt wird. Genau. Ich habe ihn ewig lang gesucht. Ich weiß, wie wertvoll er für uns ist. Sie töten ihn also nicht, solange wir nicht haben, was wir brauchen. Richtig, das Agent Weaver? Wollen wir mal hoffen. Weaver, Angela. Oh. Okay, was sind denn das für mega auffällige
Blutspuren. Tagebuch Nummer 7. Ich habe ein paar Höhlen in der Nähe des Zeltplatzes gefunden. Hier drin können wir uns vor den Outsider-Patrouillen verstecken, etwas Schlaf nachholen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das letzte Mal ein paar Minuten am Stück geschlafen habe. Danny übernimmt die erste Wache. Ich kann nur sagen, dass sie uns sowas hier mit Sicherheit nicht bei den Pfadfindern beigebracht haben. Aha, okay. Ich glaube auch nicht. Ja, wo muss ich denn hin? Folge Weavers Spur, geht dort lang. Dann gehe ich natürlich erstmal komplett in die andere Richtung. Denn ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich hier was verpasse. Wie das nun mal so ist. Hier ist nichts. Außer ein paar schwarze Steine. Ja, das ist sehr spannend. Nützt mir aber in dem Fall nichts. Ach, hier haben wir... eine verfickte Drohne. Ich glaube, sie hat mich nicht gemerkt. Aha. Ein Eck. Na. Oh. Nimm's doch, ne? Also, verringert die Ablenkzeit aller Fähigkeiten enorm, opfert dafür aber Treffergenauigkeit. Naja, gut. Foto. Das ist aber neu. Vorher wurden sie immer in diese komischen Aufzüge gepackt mit dieser komischen blauen Flüssigkeit und jetzt werden sie wohl richtig angezapft. Ja. Erinnert mich, muss ich wieder sagen, an Prey. Danny geht es gar nicht gut. Er fängt an, alles zu wiederholen, so als hätte er schon vergessen, was er gerade gesagt hat. Im gleichen Wortlaut, immer wieder. Das ist, als würde ich mit meiner Oma reden. Ich habe ihm gesagt, er soll sich die Bandana, die wir auf dem Zeltplatz gefunden haben, vor Mund und Nase binden. Vielleicht geht davon sein Heuschnupfen weg. Wir können uns nicht leisten, dass einer von uns krank wird. Nicht, wenn wir hier lebend rauskommen wollen. Tja, das war nicht nur Heuschnupfen. Was macht ihr denn hier? Das war ein bisschen mehr als ein leichter Heuschnupfen. Oh. Bullshit. Geben Sie ihm den Rest. War, ja, jetzt nicht so mega clever von mir. Die Drohne, sie heilt sie. Die kann doch gar niemanden heilen. Die Drohne ist tot, du Witzbold. So, ja. Das war jetzt nicht so super schlau, was ich hier gemacht habe. Aber zum Glück wird man ja nicht nur geheilt, wenn ich hier die Fähigkeit einsetze, sondern wenn alle Gegner in einem Gebiet tot sind, wird man auch wieder geheilt. Und ich habe die Heilfähigkeit jetzt nicht noch extra geskillt. Schade, hier komme ich leider nicht rein. Aber man kann sie ja eigentlich oft genug einsetzen. Ja. Ach, wieso habe ich das nicht bemerkt? Ich glaube, es sind ein paar. Von da oben hängt da einer? Nee. Ja, super. Und schon geht es nicht mehr zurück. So. Was haben wir denn hier so? Eine Drohne. Das ist ein Elite-Outsider. Okay. Kann ich nicht scannen, warum auch immer. Die kann ich auch noch nicht so richtig scannen, ja. Naja, okay. Da, sehen Sie? Verdammt, was machen die da? Die entsorgen was. Keine Ahnung was. Aber egal, was es ist, ich werde sie stoppen. Nutzen Sie Ihre Tarnung. Gibt mir ein Raketengeschoss. Er soll schießen und nicht tarnen. Ziel an. Wir sind Feinde! Schön. So, da ist der hin. Deine Drohne hier, die ist auch nicht so das Problem. Jetzt will ich jede Wette eingehen, dass gleich Verstärkung kommt. Gebiet gesichert. Nee.
Es gibt nur einen Weg, der Sache auf den Grund zu gehen. Los, Agents! Ach, super. Ja, Granaten. Na gut, das war jetzt mal wieder nicht so die richtige Herausforderung. Da war noch was. Sehr schön, nehme ich. Oh. Ui. Großer Gott! Was zum Teufel? Ruhig, ja, Agents. Oder? Wir müssen weiter. Ja, das wird sicher nicht angenehmer. Was zu essen gemacht, oder was ist denn das? Oh, das sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob das das Gesicht ist, oder? Ach ja, die Minen. Anscheinend kommen wir nicht außen rum. Na klar. Weiter und Vorsicht, wo ihr hintretet. Ja, wow. Falls ich die Mine noch nicht bemerkt habe, sie hat ja rötlich geleuchtet und mir gezeigt, wo sie ist. Yeah, mit der Sprache, Weaver. Was machen die hier? Sie haben also ihre Deponie gefunden. Was machen die hier, Nadine? Ich sagte ja, sie sollen wegbleiben. Ich bin aus dem gleichen Grund hier wie Sie, um Axis zu stoppen. Den suche ich im Augenblick gar nicht. Oder irgendwelche Energiegeneratoren. Haben sie hier die Menschen eingeschmolzen und das ist hier so eine Art Öl oder sowas? Aber das klingt ja auch nicht, als wären das irgendwelche Pumpen oder so. Ist ja relativ ruhig hier. Ach, da hinten pumpt doch was. Ich hab's doch geahnt. Großer Gott! Jemand hat dieses arme Wiesel angerichtet. Huch! Ja. Eieiei. Das war vielleicht doch mal ein Hirsch da drin. Eieiei. Ja gut, ich denke so, die Aliens müssen auch mal ausfuttern und vielleicht stehen die halt auf rohes Fleisch. Weiß nicht, wir haben den ganzen See trockengelegt. Wo scheint das ganze Wasser hin? Mich interessiert mehr, wieso das sie das überhaupt tun. Fucking Newton, ich glaube schon. Dann kann ich doch mal hier schön den Raketenwerfer hin. Wir brauchen Raketen, sofort! Raketengeschütz im Einsatz! Los, draufhalten! Ja, so erstmal schön ohne Platz. Wir versuchen, machen einen Vorstoß! Wie kann denn deine Munition alle sein? Also, Kollege, wo rennst denn du jetzt auch wieder hin? Wenn du schon wohin gehst, dann geh bitte dort. Du kannst jetzt mal einen gepflegten Artillerieschlag auf den Kollegen herunterlassen. So, und ich hau einfach mal jetzt die Wildgranaten raus. So, und jetzt wird es aber Zeit, dass er mal hier die Position wechselt. Geh mal hier rüber. Du legst ihm mal hier eine Granate hin. Verminen Sie das Gebiet! Ändere die Position! Oh, und da habe ich ein Level-Up mit dem Typen. Dann ist der jetzt auch endlich auf Stufe 5. Moin Spiel, na, alles klar. So, Turm baut nun automatisch ein Schild auf. Na, das ist ja ganz nett. Ein Meister, bla bla bla, mit Schilden ausgerüstet, okay. Erhöht den Schaden, den der Trupp bei mechanischen Gegnern verursacht. Ja, das nehme ich doch gleich. Ach so, aber ich glaube, der gilt nicht als mechanischer Gegner. Aber okay. Ich bin bei Ihrem Pumpwerk, Weaver. War jetzt auch wieder nicht so das Problem. Vor Ihnen. Aber rechnen Sie mit Widerstand. Ich war etwas laut bei meiner Ankunft. Ach, na toll. Vorsicht, ja, was schreist du denn? Sigi? Hab ich was verpasst? Morgen Vollbeat. Ach so, okay, dann bist du schon so ein bisschen hibbelig, das kann ich nachvollziehen. Oh. Das sieht auch ungesund aus, wie du da liegst, Junge. Und in dem Schleim erst recht. Nimmst du mich. Tja. Ist ja frech.
Na, Sigi, ach so. Ne. okay. Jetzt habe ich's verstanden. Alles gut. So, aber was ist denn das hier? Pumpen die denn hier für eine braune, blaue Soße lang? Ii. Erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das Zeug? Powerade? Na? Das ist doch so ein komischer Energy-Drink oder so. Voll eklig, die Klara. Sieht aber irgendwie genauso aus. Mal hier Laser. Nee, das gibt. Ja. Genau. Ist jetzt hier weggeflogen. So ein blödes Ding. Nee, danke, lass mal. Angela, da ist eine Barriere. Oh, wie kommen wir da durch? Endlich mal eine neue Granaten. Ein Sprengsatz mit Zeitzünder, der am Ziel haftet, bis er detoniert. Na, das ist doch schön. Da war ein Teleporter, aber... Nehme ich. Dann wurde es hitzig. CA-Werfer. Sie haben ihn hochgejagt? Ich hatte nicht mit Gästen gerechnet, Carter. Ach, einer von ihnen muss dieses System überbrücken. Schlimm. Macht nur Quatsch hier. Hatte nicht mit Gästen gerechnet. War doch eigentlich klar, dass ich hier hinterher rennen muss. Sigi, das klingt so alt, oder? Sigi. Fällt mir jetzt auf Anhieb auch gar niemand so richtig ein, der Sigi heißt. So, wen nehme ich denn jetzt? Den Scharfschützen oder den... noch nicht. Ich glaube, ich setze mal hier mit dem Turmtypen noch einen Turm hier hin. Raketengeschütz, da drüben! Raketen in Position! Okay, und jetzt? Jetzt bin schon dabei. Mehr. Und hoffentlich bleibt der Turm jetzt stehen. Denn jetzt kommen garantiert wieder Haufen Gegner. Ja, wusste ich doch. War so klar. So. Was mir auch gerade hier auffällt, wo du jetzt da bist, es gibt irgendwie keine Frauen hier. Bei XCOM. Geheimagent und Verteidigung gegen die Aliens. Das ist Männerarbeit. Achso, na gut, doch, es gibt hier die komische Tante X-Lieber oder wie sie heißt. Aber. Geben Sie ihm den Rest! Die kann ich ja nicht hinnehmen. Der kann ich ja nicht anfangen. Was macht die Barriere? Wo ist denn der Kollege? Immer noch hier. Das machst du doch schön. Ist doch stolz auf dich, mein Bruder. Besorgt mir Artillerie! Artillerieschlag unterwegs! Ach, jetzt muss er nachladen. Na, klasse. Ich guck gleich mal in der Pause. Dein Link, weil ansonsten ist das immer ein bisschen blöd, weil er das auch alles nicht hört. Dann ist das nicht so cool, wenn ich jetzt hier irgendwelche Links anklicke. Man weiß, ob du mir nicht irgendein Virus schicken willst oder solche Schweinereien. Na, la. Jetzt auch noch so ein Mistschwein hier. Ja. Ich erstmal weg hier. Beweg dich mal. Gar nicht. Na. Ach. Ich brauche Heilung. Ihr rüber. Kollege, geh doch mal weg jetzt hier. Entdeckung. Setze mich. Fuck it! Oh weh, jetzt bin ich glaube ich fest im Maul hier. Ja, was gut bei mir? Nee. Doch nicht. Ja, geh mal hier hin. Deckung! Zum Glück sind die Dinger hier trotz alledem nicht blöd. Ich brauche hier Unterstützung! Durchhalten!
Na! Stirb doch, du blöder Alien! Mein Gott! Angriff! Der gehört mir! Geht mir noch nicht mal richtig Mühe jetzt hier. Ja, super. Der Kommando ist getroffen! Ach, ja, komm, hilf mir jetzt kurz. Ich muss dich nur schnell wiederbeleben. Wir sind im Handel, muss ich jetzt nicht so ganz doof dran stellen und dann ist er doch tot. Lern an den Feind! Auf ein neues! Jawoll, geht doch. Geschafft! Ich überleg, ob du Sigi heißen müsst, aber jetzt erst. hätte ich bloß nichts gesagt, ey. Seh schon. Hab ich ja wieder was losgedreht. Sigi sorglos. Sigi, na gut, war wie die Hallerforden nicht in manchen. Sketch. Sigi, kann das sein? Carter. Irgendwo erkenne ich das schon, aber. Sind Sie da? Das ist ja eine irre Anlage hier. Ich habe das Gefühl, die gibt es schon länger. Richtig. Viel länger, als ich gedacht habe. Was macht Sie so sicher? Was ist denn das hier? Kommen Sie her. Sie müssen sich etwas ansehen. Ja, ich komme ja schon. Angie. Okay. Ja, das ist wohl eine Limonadenfabrik oder so. Der Blöcke hier. Aber den Sinn des Ganzen hier verstehe ich jetzt immer noch nicht so richtig. Was die hier genau machen. Ach, da ist sie doch. Moin, Angie. Tag. Wer ist der Angela? Sein Name war Pete. Ihr Bruder? Ja. Axis hat ihn mir genommen. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Also eigentlich müsste man mich ganz gut. Ja, der Akku ist auch noch nicht leer, also von daher. Ist der. Hast du wieder einen Ton nicht angemacht? Ich weiß nicht. Die Schweine benutzen ihn noch. Also schon möglich. Benutzen? Zur weiteren Forschung. Ach ja, ihr Brüderlein. Also diese Anlage. Sie entwickeln die Krankheit an lebenden Testobjekten. Das ist ja auch immer dieser Riesenzufall in solchen Sachen. Das sind immer irgendwie die Verwandten von den Hauptcharakteren, die dann von Aliens entführt werden oder zufällig überleben und nachher werden wir ihnen garantiert begegnen. Aber ach, wie schlimm, er lebt bis dorthin noch und gerade dann, wenn wir auftauchen, wird er sterben. Wie stehen Pietes Chancen? Ja, ja. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er seit Jahren hypnotisiert. Aber Glocke? Ich lasse nicht zu, dass Glocke er für immer verschwindet. So gab's doch mal. Glück, das war doch immer so ein Schwester hat. Ich bin ein Jahr jünger als er. Aber in der Schule wurde immer eher verprügelt, bis ich alt genug war, um zuzuschlagen. Axis wird's härter treffen. Super. Was macht sie so sicher, sie hat sich für ihren Bruder geprügelt. Hier ja, haben sie Ahnung. Das Toxin perfektioniert. Und verbreiten es immer noch kein an der Wunder, ganzen oder? Also, es ist ihm also zu wichtig, um einfach zu fliehen. Ich glaube, der will lieber genau. Hier ich suche bei den Aliens bleibt. Wahrscheinlich hat zunächst, sie ohne zu wissen, dann wer er ist. Danach auch immer wenn noch er eine verprügelt. Schwäche hat, dann seinen Stolz auf seine Arbeit und sein Volk. Er zieht jetzt nicht den Schwanz ein. Warum sind Sie abgehauen? Also wirklich. Warum überlassen Sie Axis nicht mir und meinem Team? Hätte ich das getan, selbst wenn Sie Axis gekriegt hätten, hätte ich nie erfahren, was mit Pete ist. Sie hätten was sagen können. Hätten dir ein Foto schicken können? Hätte ich nicht. Carter, ich bin eine Frau in einem Männerjob. Emotionen kann ich mir nicht leisten. Eine Frau in, ich dachte, eine Frau im Körper eines Mannes. Los, oder, legen wir den Laden. Ist nicht schwierig, Körper wenn wir zusammenhelfen. Ich bleib hier und sehe nach, wo Sie Pete festhalten. Und wo sich Axis versteckt. Aber dass sie mir nicht wieder abhauen. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Glauben Sie mir, Will. Ja. Ich laufe ihnen nicht weg. So richtig scharf ist sie ja irgendwie auch nicht, ne? Mit dieser 60er-Jahre-Visur. Das sieht irgendwie... Oh, weiß auch nicht. Also verliebt habe ich mich nicht in sie. Was ist denn das hier? Limonadenzufuhr. Oder so. Hm. Oh. Geht weg, ihr Trottel. Moin Noah, jo.
alles locker floggig und Alien verseucht. Ansonsten, aber das ist ja. Das geben üblich, Sie Bescheid, ja? Wenn Sie sie finden. Das hier? Das werden Sie dann schon merken. Wieder nichts, was ich mitnehmen kann. Ganz toll, ja. Ich bin hier gerade in der Alien-Limonadenfabrik. Mhm. Auf der Suche nach Axl Rose. Und muss verhindern, dass er versucht, ein neues Guns N' Roses-Album aufzunehmen. Das sind Versuchsobjekte? Denn Chinese Democracy war schon furchtbar. Es kann nur noch schlimmer werden danach. Ja. Hm. Ja, aber das sieht schon, ach, hier wieder die Schleimspuren. Das sieht schon alles auch so ein bisschen nach Mass Effect aus und so weiter. Okay. Neue Ausrüstung, ja, eigentlich nichts so richtig. Granat, nee. Nein, oh. Hier was Neues. Ach ja, dieses blöde Ding. Ja, eigentlich will ich auch nichts wechseln. Ich bin mit meinem Trupp immer noch höchst zufrieden. Und, Der große William Carter ist eingetroffen. Ich habe mich auf unser Treffen gefreut. Da könnte man Hustenbonbon brauchen, oder? Minuten, ich hoffe, ich habe verdammtes Herz aus dem Leib. Ach. Das reicht jetzt. Finde ich geil. William Carter ist derjenige, okay, dem danke. Ich reden möchte. William Carter ist oh. es. Phantom. Oh, das sind aber neue. Bewegen sich schnell, können sich tarnen und sind extrem gefährlich, wenn sie den Gegner. Wenn sie den Gegner umgehen können. Ach so, sie sind ungeschützter als andere Outsider und müssen sich auf Geschwindigkeit und Gestohlenheit verlassen. Na, okay. Das ist noch so einer. Sind doch nur zwei. Also tut mir leid, Kumpel. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Ach, da oben sind noch welche. Was ist denn das für einer? Nur Geduld, Angela. Bald stopfen wir ihm endgültig das Maul. Scharfschütze, okay. Dann hau ich mal gleich den Scharfschütze. Geht ihm an den Kragen. Und der stellt mal wieder. Na. Ganz. Oh, warum? Mensch. Gib mir ein Raketengeschütz. Aha. Stell den Raketenturm auf. Ja. Okay. Shit, das war die falsche Waffe. Nee, da ist er doch schon hin. Der ist noch da drüben. Der ist da. Dann mache ich hier einen Artillerieschlag drauf. Wie auch immer die Artillerie hier durch den Berg bringt. Aber das ist mir gerade relativ egal. So. Die sollen ja angeblich über die Flanken kommen, dann lege ich mal dort eine Mine hin. Obwohl ich ja fast glaube, der ist nicht so clever. Er lebt noch, na klar. Hey du. Ah. Ja, der macht den. Oh, jetzt kommen ja doch ein paar mehr. Ach gut, da ist er schon weg. Wo ist der nächste? Hä? Mein Lachen, okay. Verstecken Sie sich! So, der gibt mal ein bisschen in Deckung hier. Der. Nee, wenn ich mit dem weiter hier hingehe, dann kann ich die ja vielleicht ein bisschen flankieren. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich nur zwei mitnehmen kann. Nicht doch ein paar mehr. Jetzt hau ich mal hier noch meinen Blob raus. Ändere die Position. Ich bin in Position. Ach shit, falsche Waffe. Ja, aber so richtig schlau sind die Gegner hier auch nicht. Also. Ach, der lebt noch. Ach so, ich dachte, den hat mein Scharfschütze erledigt. Nee.
zwei da, der ist da, der ist da. So, mal wieder. Verminen Sie das Gebiet. Granate, das funktioniert nach wie vor hervorragend. Also das wieder überlebt. Ja, das ist doch scheiße. Wo ist er denn? Ach, der hat auch so eine dumme Position hier hinten. Nein, der Block ist tot. Ihr Schweine. Oh. Wir hatten jetzt hier, wir hatten mich jetzt getroffen. Da ist noch einer. Hä? Das kam doch gerade von hier irgendwo. Wo ist er denn? Das ist ja nur so ein kleiner hier. Ja. Die sind echt nicht mehr gefährlich. Hier muss noch mehr sein. Ach shit! Jetzt kommen sie von hier hinten. Oh. Das ist natürlich doof. Wir brauchen Raketen, sofort! Tarnen Sie sich! Tarnst dich mal und gehst. Entdeckung! Dahin, falls das klappt. Setze mich in Bewegung! Ja, aber die Waffen sind echt schon noch ein bisschen. Ich weiß nicht, overpowered nicht, aber. Oh, fuck. Geh mal sofort deinen Kollegen helfen. Ich hoffe, der stirbt mir jetzt nicht weg. Das wäre das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass mir hier einer stirbt. Okay, der lebt noch. Dann hebe ich jetzt den davon. Na, sehr schön. Also weg. Ach, jetzt renn doch nicht wieder einfach wild durch die Gegend, du Blödmann. Gehen Sie in Deckung. Mach mal hier hin und du gehst. Na, da steht eigentlich schon ganz gut da. Oh, ja. Ach, Kinnas. Das ist echt ein bisschen nervig, ja. Ja, die Trottel. Oh, hallo. Lass schneller. So, geht doch. Was ist denn jetzt los? Ihr seid nicht die erste Spezies, die sich uns widersetzt. Und Mann. Ihr werdet auch nicht die letzte sein, die uns nach der vollständigen Übernahme. Das ist auch wieder so voll das Klischee, die bösen Oberbösewichte, die mir hier, naja gut, er verrät mir jetzt nicht so ganz seinen Plan, aber jetzt bin ich schon dabei, hier in seine Basis einzudringen und trotzdem labert er mich noch voll und